Oder? Ja, hier siehst du, das ist. Tal hinüber. Wo? Oh, da. Bleib mal eben auf dem hier, ne? Wo ist der andere? Einer schießt hier doch auch noch. Ziemlich wurmverseucht, Novosibirsk. Muss man mal sagen. Wir hatten eher so ein Spinnenproblem in Moskau. Aber Novosibirsk hat echt ein Wurmproblem. Wobei ich die Würmer zwar lästiger finde als die Spinnen, aber nicht so ekelhaft. Ich habe einen Mitternachtssnack geholt hier. Ja. Eine Toilette. Ich finde die Spinnen lästiger, wirklich. Ich finde die Würmer lästiger, weil irgendwie die kriegst du erst mit, wenn die dich anspucken. Müssen wir nicht durch, oder? Doch! Bitte was? Wir müssen hier durchkriechen. Über dem Gitter lang. Direkt auf die Würmer zu. Das ist nicht dein Ernst. Ah. Natürlich. Spinnen greifen auch von allen Seiten und bewegen sich. Die Würmer hängen dann nur rum. Ja, das... Das stimmt auch, aber ich hatte immer, also diese fetten Spinnen haben wir relativ gut unter Kontrolle gehabt, immer. Hatte ich das Gefühl. Nein! Ach, ich dachte, der benutzt da oben irgendwas. Während die Würmer, die hörst du halt irgendwie nicht. Und wenn da drei Würmer gleichzeitig auf dich drauf spucken, dann kannst du direkt wieder ein Medkit reinhauen. Wie viele Pfeile haben wir denn noch? Nur noch 9. Wird jetzt wahrscheinlich 10, ja. Ah, einen Moment. So, ich spürte gerade einen kalten Lufthauch. Bin ich eigentlich so dunkel? Nee, geht, ne? Nee, ist okay. Kalten Lufthauch und da stand die Frau. Im Gesachter. Hat sie meine E-Mail nicht gekriegt? Wollte lieber schleichen hier, oder? Das gibt uns ein bisschen mehr Spielraum. Das Gute an den Pfeilen ist natürlich, dass wir die wiederkriegen. Nichtsdestotrotz müssten wir uns... Können wir eigentlich ihn absetzen? Au! Voll in die Fresse. Nee, können wir nicht. Okay. Alles verseucht hier. Wir müssen dann echt ein bisschen beeilen, wir sind von allen Seiten angerotzt. Da ist das Boot! Haha! Von 16? Was von 16? Oh, hat sich das gelohnt? Im Geräusch noch hat sich's gelohnt. Was haben wir denn da gekriegt? Ist egal. Ich habe aber jetzt die Befürchtung, dass wenn wir hier jetzt zurückgehen... 10 von 16. Pfeile. Ah, ach so.
Was uns dann was ganz Böses erwartet hier. Vielleicht können wir nicht mehr Pfeile. Boah. Diesmal war es der Drabran. Wir nehmen uns aber sehr wörtlich vom Markus, ne? Dass der, dass es weiter versuchen soll. Der war nämlich auch nicht schlecht. Kam unerwartet. Ich hatte 16 am Anfang. Ja, ein paar konnte ich nicht wiederkriegen. Die waren verschossen. Ist er noch da? Auch wir haben keine Mun mehr für die Pistole. Und wir müssen über diesen verseuchten See fahren hier unten. Also ich sag mal See. Okay, und wir sollten Gas geben. Wir locken schon wieder eine Menge Würmer an. Kacke. Ist überhaupt sowieso krass, dass der doch relativ easy hier mit dem Boot fahren kann. Und die können die nur ganz locker da raussnacken eigentlich. Ja, ich weiß, wir haben Bewegung. Oh Mann, ich hab auch gewartet. Aua, aua. Wo? Kann ich bitte weiterfahren? Oh Mann. Er sagt easy, gleich kommt das Karma. Oh nein, bitte nicht. Ach, hier meintest du. Ja, Karma's a bitch. Komm, du machst nix, oder? Oh oh. Ich habe kein Heilding mehr. Können wir was herstellen? Hier ist ruhig, oder? Warte. Wir können uns noch ein paar Pfeile craften. Machen wir mal auf 20. Oh. Fertig, fertig, fertig. Filter wechseln. Die Strahlung. Wir hauen uns nochmal ein Medkram rein. Fuck, wir verrecken hier langsam, oder? Boah, die Strahlung ist übel hier. Stadt ist wirklich nicht tief, die Metro. Oh. Das war ein Flashback. Sind wir tot? Na los, wach auf.
träumt. Ich glaube eher, der halluziniert. Es ist Sparta! Fast. Fast getimed. Ich glaube eher, das war die Strahlung. Wobei diese Zugechos und sowas, das haben wir halt alles auch schon in den ersten Teilen gesehen. Ne? Also das scheint weltweit zu passieren. Ja, habe ich doch wieder an. Wieder da. Ich habe mich aber auch nicht erschreckt, ne? Also als Zwischensequenz erschrecke ich mich da nicht. Ich habe die Nummer ausgemacht, weil ich dachte, da kommt vielleicht eine interessantere Zwischensequenz mit Anna. Aber das war halt nur diese kurze Halluzination. Und schon wieder. Ich weiß nicht, ob das Halluzinationen sind oder Flashbacks. Gerade echt schwer zu sagen. Dachte, die reden. Ja, dachte ich auch. Tun sie aber nicht. Oder haben sie nicht. Geht's da unten noch ab? Ja, da unten geht's dann ab und die sind jetzt alle runtergefallen wieder. Sehr seltsam. Aber die Musik. Sehr ruhig. Oh nein, oh wie fies. Ist cool, der Kleine. Wir sollen zum Institut kommen. Okay. Hier wäre es eh nicht weitergegangen. Die Koffer da hinten haben sich auch bewegt eben, ne? Hier die. Die Frage, sind es wirklich Geister oder jetzt Hallus wegen den Strahlen? Ja, guck mal. Was ist da? Boah, alter Schwede, was geht denn hier ab? Bitte was? Achtfach höhere Strahlung, ne? Magie. Sind das nicht die Gorillas? Weiß ich nicht, aber wir haben hier achtfach höhere Strahlung als in Moskau. Und jetzt hier wieder nicht. Schnell wir gerade die Filter da unten wechseln mussten. Habt ihr das gesehen? Wir haben nur noch 2 Minuten 23 Atemluft über von 15 Minuten, die wir mitgenommen haben. Kacke, kacke, kacke. Das wird echt brenzelig. Okay, der nächste Filter geht drauf. Wir sind draußen. Wo, 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 hier.
2 Minuten Atemluft. Atjoma hat gerade seinen heftigsten Trip aller Zeiten, das glaube ich aber auch. Ich meine, der kennt das ja auch nicht, ne? Wir sind fast da. Wir sind fast da, Leute. Ich weiß, ich sollte vielleicht lieber weitergehen, anstatt das zu machen, aber ich will ausgerüstet sein. Wir können die Taschenlampe jetzt auch ausmachen. Wir sollten uns echt beeilen. Die Strahlung ist unglaublich krass. Das ist echt ein heftiger Trip. Zur Metro. Sprengt ihn. Benutzt einen Treibkäfig. Wir wollen hier keine Granatsplitter. Alles klar. Sehr gut. Richtschütze. Metro-Eingang, 11 Uhr. Treibkäfig. Ziel erfasst. Treibkäfig bereit. Feuer! Verdammt! Ende der Straße, Leute! Oh. Ach, die meinst du mit Gorillas? Das sind die Bibliothekare. Bibliothekare werden die genannt. Das wird in den Büchern übrigens auch beschrieben. Wie das Militär Essen. Irgendwas von Essen gesagt? Staubiges Notizbuch. Ganz kurz, das wird auch beschrieben, wie das Militär dann versucht hat, der Panik auf der Straße entgegenzukommen und dann halt die ganzen Metro-Eingänge halt geschlossen hat, obwohl noch Leute draußen auf der Straße waren, als der Angriff losging oder schon vorbei war und der Strahlung ausgesetzt haben oder selber auf Zivilisten geschossen hatten, damit die Notunterkünfte nicht zu voll wurden oder halt die ganzen Metro-Eingänge gesprengt hat. Wird in den Büchern beschrieben. Ich hätte sofort in die Metro gehen sollen. Selbst wenn da keine Verkehrsstaus und Schnee wären, hätten wir vielleicht 100 Kilometer aus der Stadt herausfahren können. Aber welchen Unterschied hätte das schon gemacht? Die Wolke hätte uns trotzdem erwischt. Diese Zivilisten hingegen, sie wurden angewiesen, in die Metro zu gehen. Aber nein, sie hatten alle nichts Besseres zu tun, als ins Auto zu springen und Gas zu geben. Dieser blöde Motorradfahrer geriet direkt unter unsere Ketten. Wo wollte er in diesem Schnee auch hin? Unter den nächsten Laster vermutlich, wäre er nicht vorher unter uns geraten. Und diese Arschlöcher schrien, nannten uns Mörder und schlugen mit Stöcken gegen den Panzer. Vitali schoss mit dem MG über ihren Köpfen ein paar Salven ab und dann hauten sie alle ab, verließen ihre Autos. Aber in diesen verstopften Straßen konnten sie eh nicht weit kommen. Wir versuchten vorzudringen, aber die Straße war verstopft, soweit das Auge reichte. Außerdem war auf den Straßen überall Glatteis. Beim Versuch, mehr Gas zu geben, krachten wir in diese U-Bahn-Kreuzung. Wir öffneten die Luken, um uns umzusehen, wollten hinausklettern, doch dann kam der Staub. Vitali probierte es in die andere Richtung, aber der Staub war überall, hinter uns war ein Schuss zu hören. Wir drehten uns um und sahen, dass es Michael war. Er wusste, was kommt. Schon am Morgen hatte er gesagt, dass wir uns besser selbst erschießen, wenn wir auf diese Scheiße treffen. Naja, es war seine Entscheidung. Vitali und ich beschlossen, erstmal einen zu rauchen. Wenn sowieso keine Hoffnung mehr bestand, dann konnten wir auch ruhig noch eine rauchen. Hätten wir uns geschützt oder wären wir sogar in die Metro gegangen, hätten wir vermutlich unnütz Zeit vergeudet. Warum sollten wir uns das antun? Mir ist schon ganz mulmig. Zeit für die letzte Zigarette, nehme ich an. Mann, ey. Ja, irgendwann nutzt er sich halt auch ein bisschen ab, ne? Dann der Sound. Wenn man die Sounds zu oft feuert, nutzen die sich ab. Zumindest so, was dann so das laufende Gameplay betrifft. Und ich muss halt schon wirklich angespannt sein. Ich finde das hier gerade spannend, aber Ich habe nicht wirklich so Angst oder so. Deswegen erschrecke ich mich dann auch nicht. Ich finde es halt spannend, interessant und nicht spannend, ich will hier raus. Oh fuck, was jetzt? Wiederholen. Ende.
Ja, wir haben es ja gehört. Es wird spät, alles ist blockiert. Und wir müssen nach wie vor noch ins Institut gelangen. Und die Fußspuren eben, das waren halt von den Bibliothekaren. Die heißen so, weil die in der Moskauer Bibliothek gelebt haben oder leben. Wie die hier genannt werden, weiß ich natürlich nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, es geht schon wieder los. Schnell hier rein. Es ist aber noch nicht besser. Ah, hier gibt es wieder Atemluft. Der ist noch nicht abgeschlossen. Schön. Oh Mann, was ist das für ein Kapitel hier? Warte, hier haben wir schon wieder total gedamaged. Oh oh. Flashbacks. Oder Geister halt. Die werden auch Geister genannt. Alter Schwede. Hier fliegt wieder alles. Ich will nochmal eben kurz da hinten gucken, aber hier ist nichts, oder? Ach, hier geht's wieder raus. Sind wir hier rein? Ja, hier sind wir reingekommen. Ich forsten. Hier ist zu. Ja. Na dann hier weiter. Auch Audio-Flashbacks. Hat jemand mal die Toten gezählt? Nee. Ich glaube, wenn so eine Situation eintritt, dann kannst du generell die Toten nicht mehr zählen. Die gehen in die Milliarden. Einfach. Da bist du schneller, wenn du die Lebenden zählst. Mist, Mist, Mist. Jetzt wird's ganz schön knapp hier. Atemluft. Ach doch, 15 Minuten haben wir noch. Seht ihr nicht? Warte. Ach, das Mikro jetzt vor. 15 Minuten, 40 Sekunden haben wir noch. Was mache ich mir denn hier überhaupt für Sorgen? Ist alles gut. Ich dachte, wir haben 2 Minuten aufgenommen eben. Ich dachte, der zeigt dann an, wie viel wir noch haben beim Aufnehmen. Warum geht hier überall der Strom an, wenn wir vorbeikommen? Bringt das überhaupt was, die Dinger zu nehmen? Ja, es bringt was, okay. Danke, Spiel, für die schnelle Antwort. Ja. Ich weiß, wir haben es gehört. Vielen lieben Dank, Kleiner, für deine Unterstützung. Im Funkposten. Hä? Und Schritte. Briefingraum. Das hat die Leute aber auch hier überall einfach überrascht, ne? Echt? Oh. Das Mini-Pack AI-2000 und das Fest-Mini-Pack VMP beinhalten eine weitere Zulung der Forschung unseres Instituts. Den Hautkampfstoff Wirkungshemmer Renagan F mit der Regenerationsformel in schnelle Heilung der Folgen eines Hautkampfstoffs. Insbesondere Lungengewebe, wird schneller wieder aufgebaut. Klinische Tests belegen den verstärkten therapeutischen Effekt bereits einer Einzelanwendung.
Eine Vollbehandlung führt sogar in 60% der schwersten Fälle zu vollständiger Heilung, während teilweise... Und abgebrochen. Das war dieses grüne Zeug, ne, von dem wir hier reden. Hallo? Ist da jemand? Eine Bewegung? Oh, wir müssen weg von diesen... Sind das Anomalien? Kann das sein? Strahlungsanomalien? Ganz schön krasser Weg, möchte ich mal anmerken. Da sind sie. Das ist ein Bibliothekar. Wusste es doch, ja. Mir war es auch klar, als wir die Fußspuren gesehen haben. Eigentlich darf man sie nur nicht ansehen. Auf jeden Fall stark gemacht, Respekt, das ist richtig gut gemacht, ja. Es ist Sparta! Nee, das zieht nicht. Wir sind die mit Bravour entkommen, möchte ich mal anmerken. Und da geht er von dannen. Was? Ich bin nicht ganz beieinander. Er ist auf jeden Fall noch hier. Über uns. An die Geräusche vorhin schon gehört. Ach echt, die Geräusche. Nee, da habe ich noch nicht geschnallt. Was, endlich bin ich angekommen. Die Reise über 1000 Kilometer in einem weiteren Vorhaben enden. Ich muss das Labor finden. Wenn Anna mit dem Medikament ist, dann werde ich dort sehen müssen. Das Labor finden. Jetzt können wir das natürlich überhaupt nicht lesen, ne? Wer ist hier drin? Ding ist hier drin.